Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. An der Pressekonferenz nehmen teil der Leiter der Staatskanzlei, Herr Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holitschek und Finanzminister Albert Füracker. Herr Staatsminister Dr. Herrmann, bitte. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die wie immer unter der Leitung des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder stattgefunden hat im Ministerratssaal der Staatskanzlei. Die beiden Kollegen Füracker, Holitschek werden gleich noch zu ihren Themenfeldern Ausführungen machen. Ich würde gern zwei Punkte ansprechen. Das eine ist, dass wir uns heute auch noch einmal zum wiederholten Mal leider befassen mussten mit dem Thema Energie, Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben ja da eigentlich schon vor einiger Zeit die Grundsatzentscheidung getroffen, also dass bei Verdoppelung der Energiekosten dann die Härtefallhilfe eintreten kann. Das war eigentlich auch alles auf einem vernünftigen Weg. Jetzt gibt es wieder eine Verzögerung, weil eigentlich überraschenderweise der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen hat, nur die leitungsgebundenen Energieträger zu unterstützen, aber nicht die anderen, also nicht Pellet, nicht Öl und andere, die halt nicht leitungsgebunden sind, was völlig überraschend war, weil es nicht dem entsprochen hat, was die Bundesregierung beschlossen hat und nicht dem entsprochen hat, was die Bundesregierung, der Bundeskanzler insbesondere, mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder vereinbart hatte. Also gegen die Regelung, Absicht der Bundesregierung, gegen die Vereinbarung der MPK, was ich deshalb erstaunlich finde, weil offenbar der Bundesregierung insoweit die parlamentarische Mehrheit für eine ganz zentrale politische Frage fehlt. Denn wenn die eigene Regierungskoalition eine bestimmte politische Festlegung und Entscheidung nicht mitträgt, dann ist es schon nicht nur ungewöhnlich, sondern eigentlich alarmierend. Es ist insbesondere in der Sache nicht nachvollziehbar und einfach deshalb, weil es keinen Grund gibt, die Ungleichbehandlung zwischen leitungsgebundenen und nicht leitungsgebundenen Energieträgern zu zementieren. Und es ist insgesamt politisch schon sehr erstaunlicher Vorgang. Wir können uns damit natürlich nicht abfinden, weshalb das Wirtschaftsministerium, das Bayerische, jetzt in doppelter Weise Aktivität entfaltet. Das eine ist natürlich nach wie vor, sich intensiv auf allen möglichen Kanälen, Wirtschaftsministerkonferenz und andere Kanäle, sich politisch darum bemüht, diese Entscheidung des Bundestagshaushaltsausschusses zu revidieren, also dass der einfach einen neuen Beschluss fasst und die leitungsgebundenen Energieträger eben schon erfasst sein werden. Das ist die eine Schiene, die politische. Und das andere ist, dass wir halt unseren eigenen bayerischen Weg weitergehen, also unseren Beschluss, dass alle Energieträger erfasst sein müssen, umsetzen, auch wenn der Bund das nicht mitmacht oder der Bundestag das nicht mitmacht, führt natürlich jetzt zu einer Verzögerung. Eigentlich sollte ja heute das Ganze dann fertig sein, vorbereitet sein, sodass Anträge gestellt werden können. Verschiebt sich jetzt etwas, weil die Dinge wieder umprogrammiert werden müssen, weil die Verwaltungsvereinbarung logischerweise zwischen Ländern und Bund auch noch nicht fertiggestellt ist. Wir gehen jetzt momentan davon aus, dass es dann halt Mitte Februar soweit sein wird. Fazit jedenfalls aus unserer Sicht: Bayern lässt die Unternehmen nicht im Regen stehen. Der Wegfall der Hilfe für die nicht leitungsgebundenen Energieträger wäre aus unserer Sicht für die Unternehmen nicht zumutbar. Vor allem deshalb, weil die nicht leitungsgebundenen Energieträger für bayerische Unternehmen sehr wichtig sind. Insbesondere in vielen ländlichen Regionen in Bayern ist es der Hauptenergieträger. Also daher diese Entscheidung des Bundes nicht akzeptabel. Wir versuchen sie zu revidieren politisch und wir werden dann auf jeden Fall die eigene bayerische Lösung finden oder beziehungsweise umsetzen, um den Unternehmen insgesamt bei dieser Energienotlage zur Seite zu stehen. Und ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist
die Ergänzung, die weiteren Neuaufnahmen für das sogenannte Bayerische Landesverzeichnis 2022. Da geht es um das reiche immaterielle Kulturerbe, auf das wir in Bayern sehr stolz sind. Damit sind gemeint immaterielles Kulturerbe, also Bräuche, Feste, Musik, Tanz, traditionelle Handwerkstechniken und überliefertes Wissen. Kennen diese vielfältigen lebendigen Traditionen, und zwar in der Regel wirklich lebendige Traditionen, die ja auch nach wie vor Bestand haben, die gepflegt werden. Und da sind eben jetzt drei weitere aufgenommen worden. Es handelt sich dabei um den evangelischen Hochzeitszug aus der ehemaligen Grafschaft Wertheim in Unterfranken. Es handelt sich um die Kirwa im Amberg-Sulzbacher Land in der Oberpfalz. Und es handelt sich um das Neustadter Kinderfest in Oberfranken. Die Neueinträge stammen aus dem Rückstellungsverfahren der fünften Bewerbungsrunde 2021-22. Und mit diesen Neuaufnahmen umfasst das Bayerische Landesverzeichnis nunmehr 69 Einträge. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Herr Staatsminister Holleczek, bitte. Ja, ich freue mich, dass das Kabinett sich heute mit einer zentralen Frage im Pflegebereich beschäftigt hat. Ich glaube, dass die Pflege zur Schicksalsfrage der Generationen werden kann, wenn wir nicht in diesem Jahr in vielen Bereichen Weichen stellen. Und deswegen ist eines der zentralen Themen tatsächlich, die Arbeitsbedingungen derer zu verbessern, die in der Pflege tätig sind. Wir haben im Moment in Bayern 580.000 Pflegebedürftige. Das wird anwachsen bis 2050 auf wahrscheinlich 1 Million. Und von daher ist es ein zentrales Thema, wie können wir die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern, auch im Zusammenhang mit der Vermeidung von Leiharbeit. Das will ich ausdrücklich erwähnen. Die Leiharbeit wächst auf, auch im Krankenhausbereich, aber auch im Altenpflegebereich, teilweise Verdoppelungen oder bis zur Hälfte zusätzlich, führt schon zu Verwerfungen auch, wenn man sieht, dass dann die in den festangestellten Arbeitsverhältnissen sind, tatsächlich sagen, naja, die können sich die Arbeitszeit aussuchen und dieses Arbeitsverhältnis wächst an Attraktivität. Und von daher müssen wir alles dafür tun. Mir geht es nicht darum, Leiharbeit zu verbieten, sondern die regulären Arbeitsverhältnisse so attraktiv zu machen, dass Leiharbeit immer mehr zurückgeht und immer weniger wird. Und deswegen ist dieses Modell, das wir heute vom Freistaat unterstützen, die Springer-Konzepte aus meiner Sicht genau der richtige und zielgerichtete Weg. Einspringen statt abspringen ist da die Botschaft, weil wir mit diesen Springer-Konzepten, die wir jetzt in 30 Modellprojekten in Bayern erproben werden, 20 im stationären Bereich, 10 im ambulanten Bereich, es einfach schaffen wollen, dass die Zuverlässigkeit von Dienstplänen besser wird, dass immer mehr im System drin sind, die dann nicht dazu führen, dass die frei haben, aus dem Off immer wieder zurückgeholt werden müssen. Das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Die in der Pflege Tätigen brennen nach wie vor für ihren Beruf, aber sie brennen eben aus, weil sie ständig auch verfügbar sein müssen, weil die Vereinbarkeit Familie, Beruf nicht gegeben ist. Und diese Springerpools sollen da tatsächlich einen wesentlichen Beitrag für die Zukunft leisten. Sie können bei der Einrichtung angesiedelt sein, aber auch einrichtungsübergreifend. Das wollen wir jetzt eben erproben. Im Moment ist es so, dass das Mehr an Personal nicht refinanziert wird, sondern es würde zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen. Und das mindern wir eben ab mit den 7,5 Millionen, dass das nicht passiert, und wollen dann auch dafür sorgen, dass nach der Pilotphase das in die Regelversorgung übergeht. Das heißt, wir wollen jetzt bis 2024 diese Modellprojekte ausrollen und dann eine Regelversorgung im Pflegebereich mit diesen Springer-Konzepten. Und ich würde dann sagen, auch statt Leiharbeit muss das der Weg sein, der Zukunft. Daneben haben wir natürlich noch andere Themen, die wir heute in der Pflege auch gemeinsam weiter auf den Weg bringen. Wir unterstützen die psychische Beratung von Pflegekräften. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Wir werden in jedem Regierungsbezirk eine Anlaufstelle haben, die dort tatsächlich auch sich um das Thema psychosoziale Belastung kümmert und dort auch versucht abzufedern, Resilienzen zu schaffen, zu unterstützen im Teamcoaching. Also einfach auch da nochmal einen Weg zu gehen. Wir fördern auch weiter Pflegeplätze. Wir haben die letzten Jahre über 4.000 Pflegeplätze in Bayern gefördert, stationäre Kurzzeitpflege, Tagespflege mit unserem Programm Pflege ganz nah an den Menschen, und werden das in Zukunft weiter verdoppeln bis auf 8.000. Also wir gehen auch diesen Weg konsequent, wobei die Frage ist, wie die Bedürfnisse der Menschen in der Zukunft weiter sind. Viele wollen einfach, und das ist verständlich, möglichst lange in den eigenen vier Wänden
zu Hause sein und gepflegt werden. Deswegen brauchen wir flexible Modelle. Wir müssen Pflege anpassen an die Bedürfnisse der Menschen, Verbindungen schaffen zwischen Familie, Ehrenamt und Pflege, damit der Pflegebedürftige möglichst lange eben in seinen eigenen vier Wänden bleiben kann und dann aber auch die notwendigen Angebote haben. Wir sprechen über die Einführung von Gemeindeschwestern auch in dem Zusammenhang und über vieles mehr. Eine weitere Säule wird das Thema der ausländischen Pflegekräfte sein. Sie wissen ja, dass der Ministerpräsident da auch gesagt hat, wir wollen da eine möglichst schnelle Möglichkeit schaffen, dass die Menschen zu uns kommen, hier arbeiten können. Ich würde sagen, wir brauchen sowas wie eine One-Stop-Agentur, alles aus einer Hand. Es gibt ja die Zentralstelle in Nürnberg, was das Ausländerrecht angeht. Wir werden beim Landesamt für Pflege ab Mitte des Jahres die Anerkennungsverfahren zentralisieren, zusammenführen und nicht nur zusammenführen, sondern auch beschleunigen, indem wir standardisieren und vereinfachen. Das ist mir ein ganz zentrales Anliegen. Daneben werden wir prüfen, ob wir vielleicht auch für Pflegekräfte, die aus dem Nicht-EU-Ausland zu uns kommen, möglicherweise einen finanziellen Anreiz geben, wenn sie nach Bayern kommen, um ihnen hier das Eingewöhnen zu erleichtern oder bestimmte erste Schritte auch zu unterstützen auf dem Weg in die bayerischen Pflegeeinrichtungen. Das ist eine Überlegung, die wir gerade prüfen und die wir im Zusammenhang mit dieser One-Stop-Agentur auch auf den Weg bringen. Letzte Bemerkung. Neben den Arbeitsbedingungen geht es ganz zentral auch um das Thema Bürokratie. Auch das ist eine der großen Themen. Wir müssen da endlich vorankommen. Deswegen bin ich froh, dass der medizinische Dienst zugestimmt hat, dass wir in 14 Krankenhäusern in Bayern Modellprojekte zur Entbürokratisierung einführen. Wir werden das jetzt in naher Zukunft genau definieren, wie das ablaufen soll. Aber wir müssen die, die am Menschen arbeiten, von unnötiger Bürokratie entlasten. Und wir müssen es jetzt auch tun. Nicht nur darüber sprechen, das tun wir lang genug, sondern wir müssen jetzt an Modellen durchexerzieren, welche Vorschriften können eingespart werden, wo können Dinge zurückgenommen werden. Das hat auch was damit zu tun mit Haftungsfragen, Schadensersatz und all den Dingen. Verantwortung soll dort sein, wo sie gelebt werden kann, wo die Sachkunde ist, dort gehört sie hin. Aber wir müssen auch die unterstützen, die dann die Verantwortung übernehmen. Also Pflege als eines der zentralen Themen. Die Menschen machen sich Sorgen. Kriege ich einen Pflegeplatz? Wo ist jemand, wenn ich Pflege brauche? Pflegende Angehörige sind oft in einer hochemotionalen Situation. Und das wird sicherlich eines der großen Themen. Und Richtung Bund abschließend noch, wenn wir jetzt keine Reform der Pflegeversicherung hinkriegen, dann fährt das System dort mit Karacho an die Wand. Völlig unterfinanziert. Und ich höre jetzt schon, dass der Bundesfinanzminister sich verweigert, versicherungsfremde Leistungen zu übernehmen. Alleine 3 Milliarden aus der Frage Rentenpunkte der pflegenden Angehörigen, die bis jetzt nicht bezahlt werden. Und ich kann nur sagen, neben Krankenhausreform und vielen ambitionierten Dingen ist das Thema der Pflege die zentrale Frage. Wo kommen die Menschen her, die am Bett stehen in der Zukunft? Es geht nicht um das Bett, es geht um die Menschen. Und wie können wir auch die Pflegeversicherung stabilisieren? Und da muss man jetzt liefern. Ich warte schon länger auf das Konzept. Unsere Vorschläge liegen am Tisch. Also sollte Karl Lauterbach daran gehen und nicht nur an Cannabis denken. Vielen Dank. Herr Staatsminister Fürjaka, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf heute berichten über das größte Steuerprojekt, denke ich, das seit Jahrzehnten in Deutschland umgesetzt werden muss. Ich habe darüber auch im Kabinett berichtet. Heute endet ja mit der Mitternachtstunde die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung. Bisher haben wir in Bayern nun rund 4,3 Millionen Grundsteuererklärungen, die eingegangen sind. Das entspricht etwa 70% der abzugebenden Grundsteuererklärungen. Und ich möchte Ihnen auch dazu berichten, dass es nicht unüblich ist, mit Ablauf der Frist in etwa bei 70-80% der abgegebenen Steuererklärungen zu sein. Das ist bei anderen Steuerarten auch. Aber hier bei der Grundsteuer ist natürlich so, dass das eine Zukunftsarbeit ist. Die Steuer wird ja erstens noch nicht sofort fällig, sondern erst 2025. Und es sind noch einige Zwischenschritte zu erledigen. Und deswegen, weil es auch ein vollkommen neues Steuerverfahren ist in diesem Fall, glaube ich, ist es gut, dass wir alle miteinander auch heute nochmal Bilanz ziehen, überlegen, wie man verfahren kann. Und ich möchte mich bedanken bei allen, bei diesen 70%, die abgegeben haben, bei den Privatleuten, die alle Möglichkeiten genutzt haben, über Elster und über die Papiermöglichkeit, die es in Bayern ja parallel gibt. Und natürlich auch bei den steuerberatenden Berufe. Es ist nicht ganz einfach, in der Zeit, neben all dem, was sonst noch zu erledigen ist, die Erklärungen abzugeben. Und das Ganze, und ich möchte es an der Stelle nochmal sagen,
erledigen wir ja nicht für den Staat, sondern für die Kommunen. Die Grundsteuern und das gesamte Grundsteueraufkommen ist jetzt schon bei den Kommunen und wird auch in Zukunft bei den Kommunen verbleiben. Und über die Höhe der Grundsteuer entscheidet die Kommune mit dem Grundsteuerhebesatz. Das Ganze ist nach einem Verfassungsgerichtsurteil notwendig geworden. Und das Verfassungsgericht hat eben vorgegeben, dass ab 2025 das Ganze umzusetzen ist. Und deswegen ist es jetzt hier ja etwas noch mit Spielraum behaftet. Der Staat ist hier letztlich Dienstleister für die Kommunen. Und ich möchte mich an der Stelle auch sehr bedanken bei der Steuerverwaltung in Bayern, bei den Damen und Herren, die ja auch in den Ämtern Großartiges jetzt schon geleistet haben, noch zu leisten haben in den nächsten Monaten. Das ist eine riesige Aufgabe, die neben dem noch erledigt werden muss, was sonst alles anfällt. Und die Entwicklungen haben wir beobachtet und wir haben uns intensiv ausgetauscht und insbesondere die steuerberatenden Berufe sind ja sehr, sehr aktiv und unterwegs und haben noch einmal mit hoher Intensität darauf hingewiesen, dass sie mit Corona-Hilfen und mit Energiehilfen und mit neuen Gesetzgebungen aus Berlin und sehr ausgelastet sind und es einfach in der Zeit jetzt nicht schaffen. Wir wollen niemanden ärgern, meine Damen und Herren, das ist nicht das Anliegen, sondern wir wollen dieses Steuerverfahren ordnungsgemäß durchführen. Und weil es eben ein vollkommen neues Steuerverfahren ist und weil es offensichtlich eine hohe Aufgabe ist, das neben der üblichen Arbeit zu erledigen, wollen wir uns nicht verschließen. Wir möchten die Frist noch einmal verlängern in Bayern und geben noch einmal 3 Monate Zeit, damit wirklich ordnungsgemäß auch insbesondere steuerberatende Berufe die Menge an Arbeit, die anfällt, auch gut erledigen kann. Und es ist jetzt nicht die Zeit, Kraft zu verschwenden mit ewigen Verlängerungsdebatten und mit Vorhaltungen, sondern wir sollten lieber konstruktiv weiter miteinander an diesem Riesenprojekt arbeiten. Und deswegen möchten wir insbesondere der Bitte der Steuerberater nachkommen. Bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal darauf eingehen, auch, dass es nicht so ist, wie immer wieder behauptet wird, dass der Staat hier Daten sammeln würde, die er schon hat. Meine Damen und Herren, es zeigt sich bei den bisher eingegangenen Steuererklärungen, dass die Abweichungen der Angaben oft erheblich sind zu dem, was bisher vorlag. Das liegt daran, und deswegen hat ja das Bundesverfassungsgericht das Ganze aufgehoben, weil die Daten aus 1964 noch stammen und natürlich seither in unzureichender Weise offensichtlich teilweise fortgeschrieben wurden. Es geht ja darum, wie haben sich Gebäude nicht nur äußerlich verändert, sondern auch werden die Wohnflächen genutzt. Gab es einen Laden im Erdgeschoss, der jetzt anders zu nutzen ist? Haben sich irgendwelche Kellerräume umgewandelt und? Das weiß niemand. Die Zuschnitte der Grundstücke in wirtschaftlichen Einheiten ist ebenso nicht bekannt, weil eine wirtschaftliche Einheit nicht mit der Flurstücksnummer zwingend korrespondiert. Das kann letztendlich nur der Eigentümer wissen. Und die Veränderungen, die sich ergeben haben in den letzten Jahren, sind jetzt natürlich auch mit vielen Steuererklärungen aufgetaucht. Und insofern ist es nicht so, wie immer wieder behauptet wird, dass sich hier nichts verändert hätte. Und insbesondere die Begrifflichkeit der wirtschaftlichen Einheit bitte ich hier immer wieder zu sehen, die eben erheblich von dem abweicht, was normalerweise in Flurnummern abzubilden ist. Wir wollen damit noch einmal Entlastung geben für die steuerberatenden Berufe insbesondere. Und es ist auch deswegen niemand negativ betroffen, der jetzt schon abgegeben hat. Jeder wird die Erklärung abgeben müssen. Und es hat auch keinen Sinn, jetzt große Diskussionen zu führen über das Zustandekommen. Ich sage das nochmal, das war keine politische Entscheidung, dass die Grundsteuer neu gestaltet werden sollte. Das war eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Und wir haben uns in Bayern entschieden, anders als der Bund, dass wir nur eine Erhebung machen, nicht alle 7 Jahre. Beim Bundesmodell muss alle 7 Jahre neu erhoben werden. Insbesondere spielen dort die Bodenrichtwerte eine Rolle, die erwartungsgemäß immer wieder steigen. Und deswegen werden dort die Grundsteuern durch die Hintertür quasi alle 7 Jahre steigen. Das wollen wir nicht. In Bayern braucht es nur die Flurstücksfläche der wirtschaftlichen Einheit und die Wohnfläche. Das sind die wesentlichen Angaben. Und wir haben auch sehr, sehr viele Rückmeldungen von ganz normalen Steuerpflichtigen, die damit ganz gut zurechtkamen. Andere Dinge sind aufwendiger und offensichtlich noch insbesondere, wie gesagt, bei den steuerberatenden Berufen einiges zu klären. Insofern bitte ich trotzdem intensiv weiterzumachen, die Zeit jetzt aber auch wirklich zu nutzen, sodass wir dann in 3 Monaten wirklich bei der Abgabe fast aller Steuererklärungen landen. Vielen Dank.
kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Julian von Löwis vom Bayerischen Fernsehen. Eine Nachfrage, Herr Herrmann, zu den Härtefallhilfen. Bayern will doch eh das flankieren mit dem eigenen Bayerischen Härtefallfonds, was der Bund nicht leistet. Also warum kann dann das bayerische Paket nicht wie geplant heute starten, abgesehen davon, dass jetzt der Bund sich nicht an diese Absprachen hält? Also Bayern wollte doch ohnehin da einspringen, wo der Bund nicht tätig wird. Das könnte man doch. Und Herr Olecek, zu der Pflegesache einmal eine Verständnisfrage. Diese 7,5 Millionen Euro für die Modellprojekte, wenn Sie einmal kurz skizzieren könnten, wofür werden die genau eingesetzt? Also ist das auch am Ende für das Gehalt? Und was sagen Sie zu der Thematik, dass mit diesen Springer-Pools ja gegebenenfalls auch wieder Konkurrenzsysteme geschaffen werden? Die Springer sind ja dann auch nicht in einem Team integriert, haben dann sozusagen da möglicherweise auch wieder negative Nebeneffekte. Danke. Vielleicht zuerst zu Ihrer Frage noch einmal, Herr von Löwis. Also genau aus dem Grund, weil der Bund nicht zuverlässig ist. Wenn sich alle daran gehalten hätten, auf was wir uns verlassen haben und auch auf was man sich verlassen kann, weil das bisher immer so war, dass wenn der Bundeskanzler was mit den Ministerpräsidenten vereinbart, dass das dann gilt. Dann kann man sich darauf einstellen, dann kann man entsprechend die Software so programmieren, dass es passt, und dann kann man die Verwaltungsvereinbarung, die notwendig ist, weil es sich ja um Bundesgelder handelt, zum Abschluss bringen. Aber weil der Bund jetzt wieder umentschieden hat, jedenfalls der Haushaltsausschuss des Bundestags, muss man dieses Ganze wieder anpassen. Das ist sozusagen das, was zur Verzögerung führt, also eigentlich eine technische Verzögerung. In der Sache bleibt es dabei, selbstverständlich lassen wir da kein Unternehmen im Regen stehen. Nur bisher war der Stand der Dinge, als Verhandlungsergebnis eben auch unseres Ministerpräsidenten im Rahmen der MPK mit der Bundesregierung, dass eben nicht nur, wie ursprünglich gedacht, die leitungsbezogenen Energieträger erfasst sind, sondern eben auch die anderen, Pellets, Öl etc. Und das wurde jetzt eben wieder revidiert. Und auf das sich einzustellen, kostet eben noch einmal Zeit. Aber es wird mit Hochdruck weitergearbeitet, weil wir am Ende des Tages alle kleinen und mittleren Unternehmen, also die KMU, die da drunter fallen, auch erfassen wollen. Also diese 7,5 Millionen sind dazu eingesetzt, weil ja das Mehr an Personal in diesem Teilversicherungssystem nicht refinanziert wird. Also würden die Eigenanteile der Pflegebedürftigen dadurch überproportional steigen, das wollen wir nicht. Wir wollen auf der einen Seite mehr Zufriedenheit, bessere Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, aber nicht gleichzeitig ein Steigen der Eigenanteile. Und deswegen setzen wir das Geld dort gezielt ein, wie gesagt modellhaft jetzt. Und es soll natürlich dann schon in die Regelversorgung einfließen, in die Vertragsverhandlungen der Zukunft, wie Versorgungsstrukturen aufgebaut werden. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Springer-Konzepte reden, dann ist es ja gerade das Modellhafte, dass die in der Einrichtung tatsächlich integriert werden sollen. Die sollen schon in der Einrichtung sein, nicht wie bei der Leiharbeit, sondern tatsächlich ein Teil des bestehenden Systems, aber einfach ein Add-on. Und wir erproben auch, wenn man sagt, zwei Einrichtungen tun sich zusammen, ob das möglich ist. Wir wollen möglichst viele Konzepte auf den Weg bringen, die dann passgenau und flexibel auch eingesetzt werden können und dann natürlich auch ausgerollt werden müssen auf den ganzen Freistaat oder am besten die Bundesrepublik Deutschland. Als nächstes Henry Stern von der Mainpost. Ich hätte auch noch mal eine Frage zur Pflege. Der Ministerpräsident hat ja 2018 in der Regierungserklärung einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz für 2023 angekündigt. Gilt dieses Versprechen noch und wie viele Pflegeplätze fehlen denn, um diese Garantie umsetzen zu können? Also Ziel ist es nach wie vor, dass jeder Pflegebedürftige einen Platz kriegen soll. Das ist unser Ziel, das geben wir auch nicht auf. Ich habe vorher dargestellt, wir haben über 4.000 Plätze jetzt schon gefördert, weitere 4.000 folgen. Es hat sich bloß aus meiner Sicht ein Thema verändert, dass es nicht nur um das Thema der stationären Pflege geht, sondern auch der Pflege daheim. Deswegen haben wir ja mit den Kommunen uns strategisch darauf geeinigt, dass wir Pflegestrukturen darstellen wollen. Also es geht nicht mehr in der Zukunft um die reine Frage eines stationären Platzes, sondern es geht um die Frage einer Pflegeinfrastruktur. Da gehört die Gemeindeschwester dazu, da gehören Modelle dazu, wie es in den Niederlanden zum Beispiel mit Bursock gelebt werden, unter Einbindung des Ehrenamts der Familie, der ambulanten Pflege. Das ist die Strategie der Zukunft unter der Überschrift gute Pflege daheim in Bayern.
Die verfolgen wir jetzt konsequent. Wir werden auch weitere Kurzzeitpflegeplätze fördern. Auch das ist ein wichtiges Thema, weil die pflegenden Angehörigen natürlich auch Entlastung brauchen. Wir dürfen bei allen Bedingungen der Arbeit, also der Arbeitsbedingungen der Pflege, nicht vergessen, dass die vielen pflegenden Angehörigen natürlich auf diesem Weg auch mitgenommen werden müssen. Und die Frage, die sich im Bereich der Plätze stellt, ist nicht die Frage der Plätze. Die Frage ist immer die Frage, wo kommen die Menschen her, die in Zukunft an den Plätzen stehen. Deswegen müssen wir jetzt diese Dinge weiterentwickeln. Und deswegen sind die Konzepte heute natürlich auch ein wichtiger Baustein, um in der Zukunft Pflege garantieren zu können. Dann nochmal nachfragen. Also der Rechtsanspruch wird aufgegeben. Es geht nicht um einen Rechtsanspruch, es geht um die Weiter. Es war ein Versprechen, was mal gemacht worden ist, dass man gesagt hat, ab 2023 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz. Es geht um die Weiterentwicklung einer Pflegeplatzthematik in die Pflegeinfrastruktur. Wir haben das zusammen mit den Kommunen gemeinsam so auf den Weg gebracht. Wir geben doch nicht das Ziel auf. Sie haken sich jetzt an dem Rechtsanspruch fest. Aber das Ziel bleibt weiterhin, dass jeder, der einen Pflegeplatz braucht oder gute Pflege, die auch bekommt, nicht in der Frage eines stationären Platzes, sondern in der Frage von Strukturen, die wir jetzt gemeinsam aufbauen. Und ich kann ja nur dann Strukturen bedienen, wenn ich auch die Fachkräfte habe. Deswegen muss ich jetzt überall ansetzen, dass ich Menschen wieder gewinne, um in die Pflege zu gehen, damit ich dann auch diese Dinge tatsächlich so bedienen kann, wie sie gewünscht sind. Uli Bachmeier von der Augsburger Allgemeine. Herr Herrmann, ich hätte eine Nachfrage zu diesem Härtefallfonds. Sie haben gesagt, auf der einen Seite probieren Sie, diesen Beschluss des Haushaltsausschusses rückgängig zu machen, um nach dem ursprünglichen Plan verfahren zu können. Wenn das nicht klappt, zahlt Bayern dann alles? Darum haben wir heute einen Finanzminister gleich mitgebracht, der das dann erklären kann. Nein, also tatsächlich ist es so, dass die Mittel halt aufgebracht werden müssen. Und wenn die vom Bund nicht kommen, dann muss der Freistaat das selber tragen. Aber das Ziel ist, dass die kleinen, mittleren Unternehmen, egal welchen Energieträger sie haben, diese Hilfe beantragen können. Deshalb ist es lohnenswert, noch einmal die Bemühungen zu starten in Richtung Bundestag, zumal das ja einheitlicher Wille aller Länder ist. Also es sind sich ja nach dem Bericht unseres Wirtschaftsministers alle anderen einig, dass das sinnvoll und richtig ist, inklusive die Bundesregierung selber. Nur der Bundestag steht da im Weg, also der Haushaltsausschuss, um diese Mittel freizugeben. Also es ist lohnenswert, das noch einmal zu versuchen, aber wenn nicht, dann müssen wir es halt selbstständig finanzieren. Regina Kirschner vom Bayerischen Rundfunk. Herr Policzek, ich hätte eine Frage zum Thema Corona-Maßnahmen. Wenn ab morgen die Maskenpflicht fürs Personal in den Arztpraxen fällt, bleibt sie ja trotzdem für die Besucher und auch für die Angestellten in Kliniken. Warum? Also liegt es an der Bundesverordnung oder gibt es eine unterschiedliche Risikoeinschätzung? Nein, es liegt schlichtweg an der Bundesverordnung. Wir haben den Bundesminister gestern wieder aufgefordert, in der Gesundheitsministerkonferenz das nicht bis zum 7.4. weiterlaufen zu lassen, sondern vorher auch anzupassen. Wir haben ja auch noch ein weiteres Problem, dass die Testverordnung am 28.2. ausläuft, aber die Testverpflichtungen bis zum 7.4. bestehen bleiben. Also frage ich mich, wie dann der in ein Altenheim will, zum Besuch dann einen Test machen soll, beziehungsweise er muss ihn halt dann selber zahlen. Aber genau das wollte man ja nicht, dass dann an irgendeinem Euro auf einmal die Besuchsfrage scheitert. Deswegen müssen die Dinge angepasst werden. Und das wurde gestern sehr deutlich auch, dass der Bundesminister da tatsächlich jetzt im Lead ist und das auch tun muss. Und ich bin gespannt, ob er es auch macht. Die Antwort war, wir arbeiten dran. Weitere Fragen sehe ich. Alexander Kein von der Passauer Neuen Presse. Herr Fürger, ich frage mich wegen dieser Grundsteuergeschichte, wenn Sie sagen, dass es üblich ist, dass zu bestimmten Fristen immer nur 70% abgegeben haben. Warum wird in dem Fall dann verlängert, wenn es eh alles so ist wie immer? Und umgekehrt gefragt, können Sie sich erklären, warum 30% nicht abgeben? Haben die keine Lust oder sagen die, da passiert eh nichts? Ja, die Steuerberater melden uns zurück, dass sie eben mit den Anträgen, mit dem, was sie zu bearbeiten haben, einfach nicht nachkommen konnten. Das ist also der Hauptgrund. Und es hat ja jetzt ja auch keinen Sinn, mit dem Steuerberater, der ohnehin jetzt total überlastet ist mit all diesen
Dingen jetzt weiter rumzustreiten. Und der Steuerpflichtige streitet dann mit dem Steuerberater, warum er es nicht geschafft hat und weiß der Teufel. Es ist ein neues Steuerverfahren. Ich glaube, das ist etwas, was man entlastend dazu sagen kann. Aber es ist richtig, es gibt Steuern, die zu erklären sind. Da hat man zum Abgabezeitpunkt 70% der Privaten, die beraten, sind über 80% in der Regel, sodass es nichts völlig Ungewöhnliches ist. Und es ist jetzt mittlerweile auch diskutiert worden darüber, wie man verfährt, ob man Mahnschreiben verschickt, auf jeden Fall nicht jetzt Geld dafür verlangt. Insofern glaube ich, ist das jetzt die konsequenteste Entscheidung, ohne dass man jetzt wieder großen Hin- und Her-Aufwand betreibt. Wir verlängern das noch einmal und in der Zeit, glaube ich, können es jetzt alle schaffen. Der 30. April ist dann die Deadline. Eine Nachfrage noch von Uli Bachmeier. Herr Föhracker, ist es aber nicht so, dass das Finanzamt ohnehin nicht hinterherkommt? Also mein Steuerberater hat mir erzählt, ich brauche mir keine Sorgen, also ich habe es abgegeben, aber ich brauche mir keine Sorgen machen, weil das sein Finanzamt sagt, dass das eh dauert ohne Ende. Also es sind ja nicht bloß die Steuerberater, die nicht nachkommen, oder? Naja, das Finanzamt hat ja mehrerlei Aufgaben und das zu verbescheiden jetzt, das haben wir schon in einem hohen siebenstelligen Bereich geschafft. Also von diesen 4,3 Millionen sind schon weit über 1 Million verbeschieden. So ist es nicht. Da wird schon sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und es ist ja so, dass für einen Steuerpflichtigen letzten Endes erst dann interessant wird, wenn dann einmal die Gemeinde den Hebesatz festlegt in 24. Jetzt geht es ja darum, dass die Finanzämter die Vorbereitungsarbeit machen für die Kommunen. Und die Kommunen wollen natürlich relativ rasch die Daten haben, so schnell wie möglich. Und das ist eben das, was man eben bisher immer besprochen hat, damit man den Kommunen rasch die Daten liefern können. Aber ich bin da, ich sage das in aller Ehrlichkeit, nicht so aufgeregt. Es handelt sich hier um ein Verwaltungsverfahren, eine Steuererklärung. Es ist sehr politisiert worden in den letzten Monaten, weil es halt ein neues Verfahren ist. Aber ich kann nur sagen, wir haben, was die Entbürokratisierung anbelangt im Steuerrecht, hier wirklich Maßstäbe gesetzt mit diesem Bayerischen Grundsteuergesetz, weil man einfach im Vergleich zum Bund sehr wenig Angaben braucht. Ich sage es nochmal, nur einmalig, nicht alle 7 Jahre. Und insbesondere die Bodenrichtwerte, die ja sehr streitanfällig sind, sind bei dem Modell nicht dabei. Insofern, glaube ich, haben wir hier einen guten Weg beschritten. Und ich sehe jetzt für niemanden einen Nachteil, wenn man diese 3 Monate nochmal gibt. Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit ist die Pressekonferenz geschlossen.